Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr da seid. Liebe Grüße nach Brasilien, Griechenland, Moskau, toll, Tschechien, Indonesien. Schön. Toll. Sehr schön. Aus der Schweiz, Kanada, Portugal, Ungarn, Spanien. Sehr schön. Hallo zusammen, sehr schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich. Genau, also wir haben bis jetzt 52 Teilnehmer. Und genau, also ich weiß nicht, sollen wir beginnen direkt oder warten wir eine Minute? Ich würde sagen, wir starten einfach. Genau, wir fangen ja eh mit einer Einleitung an. Genau. Okay, alles klar. Ja, hallo zusammen. Ich ergreife gleich mal das Wort. Herzlich willkommen bei unserem kleinen Vortrag. Ich bin Marina, mein Nachname ist Reichert und ich arbeite seit fast 1,5 Jahren beim Goethe-Institut. Und außerdem bin ich auch DAF-DATS-Lehrkraft und mache das auch dann als Nebentätigkeit noch. Genau, wir möchten euch heute gerne die Deutschlern-Community Deutsch für dich vorstellen. Und genau, jetzt gebe ich erstmal Mbarka das Wort, dass sie sich auch kurz vorstellt bei euch. Genau. Hallo an alle. Ich heiße Mbarka Shushi und also ich bin eine Hospitantin bei der Goethe-Institutszentrale in München seit September. Und genau, also ich freue mich heute hier zu sein mit Marina, um euch Deutsch für dich vorzustellen. Ganz genau. Gleich mal ein paar Sachen vorab, so ein bisschen für den Ablauf. Genau, wir starten jetzt mit einer kleinen Einleitung und da könnt ihr gleich auch im Chat aktiv bleiben, weil wir euch gleich Fragen stellen werden, wo wir ein paar Antworten benötigen. Dann gehe ich mit euch zusammen auf die Plattform, stelle es euch ein bisschen vor und danach zeige ich euch auch noch, was ihr eigentlich beim Goethe-Institut sonst noch machen könnt, um euer Deutsch zu verbessern. Es gibt nämlich auch ganz viele andere kostenlose Angebote. Zum Ablauf, ihr könnt nicht sprechen, beziehungsweise ihr könnt nur im Chat tippen und da würde ich euch sehr gerne dazu auffordern, dass ihr alle Fragen, die ihr habt, da bitte reinstellt, auch gerne Reaktionen, irgendwas. Mbarka hat den Chat im Blick, während ich spreche und dann würde ich sagen, starten wir und ich teile meine Präsentation. Bildschirm freigeben. Ich gehe hier mal in den Präsentationsmodus. So, jetzt ist es so, Mbarka auch, oder warte, kann ich das einblenden? Ah ja, okay, alles gut. Dann haben wir erstmal ein paar Fragen an euch und genau. Mbarka übernimmt. Genau, also wir haben für euch 3 Fragen vorbereitet. Also Sie können gerne im Chat schreiben direkt. Und die erste Frage ist, wer von euch lernt gerade Deutsch? Oder wer ist eine Deutschlehrkraft? Und wer von euch ist schon bei Deutsch für dich registriert? Genau, für die Antworten, Sie können gerne im Chat schreiben, damit wir wissen. Genau, wir haben hier Lehrkraft. Lehrkräfte schon viele. Genau. Also ich sehe hier zu viele Lehrkräfte, aber noch keine, die Deutsch lernen. Aber ja, es gibt schon einige. Genau. Genau. Sehr schön. Okay, schön. Also die Gruppe ist ganz gemischt und wir freuen uns darüber. Das ist Deutsch für dich zu vorzustellen. Super. Danke für eure ganzen Reaktionen. Das ist ganz toll. Wir haben also Lehrkräfte und Lerner hier. Ich versuche mein Deutsch C1-Kurs, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, ich versuche mein Deutsch ein bisschen auf die einfache Sprache runterzubrechen, aber bei C1, nee, genau, also ich hoffe,
Ich spreche dann auch in einem langsamen Tempo, sodass die Deutschlerner mich natürlich auch gut mitkommen bei dem Vortrag. Okay, danke, liebe Leute. Dann gehen wir mal auf die nächste Folie. Ich möchte euch in zwei, drei Sätzen kurz erklären, was die Deutschlernplattform Deutsch für dich eigentlich ist. Und zwar ist es eine kostenlose Möglichkeit vom Goethe-Institut, euch mit anderen Deutschlernenden, aber auch Lehrkräften zu vernetzen. Und zwar gibt es eigentlich zwei, wie soll ich sagen, ja, Pfeiler von dieser Plattform. Das ist einmal geht es um Lernen und einmal um den Austausch. Wenn ich sage lerne, ich zeige es euch dann gleich auch nochmal, wir haben über 200 Deutschübungen auf allen Sprachniveaus, also sogar auch auf C1 und C2 Niveau, die ihr selbstständig machen könnt. Und der zweite Pfeiler Austausch, was ja auch wirklich, wirklich sehr relevant ist, auch in den Zeiten von der Pandemie jetzt. Ihr könnt dort Freunde finden, die auch Deutsch lernen. Ihr findet auch Lehrkräfte auf der Plattform und es findet auf ganz vielen Ebenen ein Austausch statt, eben für Menschen, die an der deutschen Sprache interessiert sind. Genau, ich sehe gerade schon im Chat, ist jemand bereit, mit mir Deutsch zu lernen? Genau diese Frage kannst du auch bei Deutsch für dich stellen und du wirst Menschen finden. Kurz zum Ablauf. Also, ich habe Folgendes für euch vorbereitet. Wenn ihr möchtet, dürft ihr euch jetzt auch gerne während meines Vortrages selber umschauen auf Deutsch für dich. Ich habe euch einen Dummy-Account erstellt mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort. Ihr müsst dazu auf goethe.de/dfd gehen und könnt diese zwei Sachen eingeben. Barka, vielleicht könntest du das nochmal kurz in den Chat posten, sodass dies nicht verloren geht, die E-Mail und das Passwort. Wer jetzt gerade keine Lust hat, selbstständig zu gucken und sich lieber zurücklehnt, das geht auch, weil ich teile jetzt meinen Bildschirm und nehme euch mit auf die Plattform. Barka postet meine E-Mail-Adresse nochmal rein und das Passwort, sodass die Menschen, die gerne selber schauen möchten, reinschauen können. Hier nochmal ein kleiner Hinweis. Ich hoffe, dass das technisch möglich ist, dass sich ganz viele Leute parallel einloggen. Aber das werden wir gleich sehen. Falls es da technische Probleme gibt, dann hat es damit zu tun, dass sich viele Menschen mit dem gleichen Dummy-Account einloggen. Wenn ihr euren eigenen Account habt, ist das natürlich nicht so. Gut, genug geredet. Ich mache das jetzt hier total unprofessionell und gehe einfach so auf die Homepage. Also ihr gebt oben goethe.de, dann einen /dfd, das ist die Abkürzung für Deutsch für dich ein. Gut, ihr könnt euch registrieren, wenn ihr das möchtet. Das ist kostenlos. Ihr müsst nur euren Namen und eure E-Mail-Adresse eingeben. Ihr könnt euch jetzt mit meinem Dummy-Account anmelden oder ihr könnt einfach nur zuschauen, wie ich jetzt mit meinem Privataccount reingehe. Okay. Also einmal das E-Mail und Passwort und auf Anmelden. Dann sind wir auch schon drin. Und zwar sieht diese Plattform so aus. Jetzt habe ich, bevor ich weiterspreche, noch eine kurze Schätzfrage für euch. Was denkt ihr? Ups, ich sollte meinen Chat ausschalten. Einen Moment. Sichtbarkeit ändern, niemand soll mich gerade sehen. Okay, was denkt ihr, wie viele Mitglieder hat Deutsch für dich? Schreibt mal in den Chat, was ihr denkt. Wie viele Mitglieder hat Deutsch für dich? 1000, 20.000, 200.000, 10.000. Ja, ihr dürft ein bisschen höher gehen, genau, genau. Keine Idee, sehr gut. 150, ja. Haha, Sharon hat gespickt. Es steht tatsächlich auf der Frontseite vorne drauf, es sind über 700.000. 713.199, das kann gut sein. Also es sind wirklich viele Deutschlerner da. Natürlich sind nicht immer alle aktiv, das wisst ihr auch, wenn ihr euch mal registriert habt, aber nur um euch mal eine Idee zu geben, wie viele Deutschlerner hier eigentlich aktiv sind. Okay,
was seht ihr? Ich gebe euch jetzt einen kurzen Überblick, was ihr hier mit Deutsch für dich machen könnt. Stellt euch vor, es ist wie bei Facebook oder so und ihr loggt euch bei Facebook in, da bekommt ihr immer so einen Newsfeed, schönes englisches Wort. Ihr könnt hier scrollen und seht einfach, was so die Mitglieder, die letzten Aktivitäten der Mitglieder waren. Ja? Das könnt ihr hier sehen. Auf der rechten Seite hier seht ihr Empfehlungen. Also wir haben hier oft Filmempfehlungen drin, zum Beispiel für deutsche Filme. Wir haben hier Empfehlungen drin für Übungen. Ihr seht hier Mitglieder mit deinem Sprachniveau. Das heißt, wenn ihr bei Profil euer Sprachniveau eingibt, von A1 bis C2, dann könnt ihr hier in Kontakt treten mit anderen Mitgliedern und dem gleichen Sprachniveau. Genau. So, dann denke ich für viele Deutschlerner, aber auch Lehrkräfte, ein wichtiger Reiter ist Lernen. Lernen ist hier untergliedert unter empfohlene Lerninhalte. Das geben wir als Redakteure von Deutsch für dich ein. Meine Lerninhalte, man kann seine Lerninhalte speichern. Das macht man hier bei Übung merken. Wenn man sich mal Übungen raussucht, weil es sind nämlich über 200 und dann denkt man, macht das morgen, kann man das sich hier merken. Jetzt gehe ich mal auf alle Lerninhalte und da es so viele sind, habt ihr hier eine Filtermöglichkeit. Ja? Ihr könnt hier filtern nach Deutschkenntnissen. Ihr könnt hier euch aussuchen, was ihr genau üben wollt. Also wollt ihr ein bestimmtes Grammatikthema, wollt ihr euren Wortschatz erweitern und so weiter. Wir haben die Themen so ein bisschen untergliedert in, die Übungen untergliedert in Themen. Das könnt ihr hier, falls ihr euch für etwas Spezielles interessiert. Und dann haben wir noch Formate, Videoformate, Audio, das sind dann Podcasts, die hinterlegt sind, oder Lesetexte. Ja? Auch hier könnt ihr sortieren nach Neueste, Beliebteste und am häufigsten Genutzte. Ich klicke jetzt hier mal auf Beliebteste. Und wir haben hier an der rechten Seite immer eine kleine Infobox, wo ihr seht, das Übungsset hier ist auf dem A1-Niveau, so wie die ersten beliebtesten, ja, guckt mal an, bis hier runter, die ersten 5 sind auf A1-Niveau beliebt. Jetzt klicke ich mal eins an, ich schaue mal so ein bisschen runter, erste Wege in Deutschland. Folge Bus, damit ihr mal gesehen habt, wie das ist. Das hier ist eine Videofolge. Das heißt, ihr könnt hier das Video anschauen auf A1-Niveau und danach könnt ihr hier die Übungen machen. Ja? Was man hier auch immer sieht, alle Mitglieder können hier immer Kommentare darunter posten. Andere können diese beantworten oder ein Like geben. Also auch hier der Community-Gedanke. Man kann seine Ansichten, seine Meinungen immer teilen. Genau. Also hier ist eine Multiple-Choice-Aufgabe und so sehen die Aufgaben aus. Okay, das war der kleine Überblick über Aufgaben. Wir haben öfter hier auch noch was zum Downloaden, zum Beispiel den Text hier, ist es das Transkript tatsächlich zum Video, dass ihr euch downloaden könnt, damit ihr mitlesen könnt, beziehungsweise die Lehrkräfte das auch nochmal eben als extra Arbeitsmaterial downloaden könnt. Okay, gut. Großer Punkt, Lernen. Ihr könnt hier wirklich euch austoben. Wir gucken wirklich, dass wir jedes Jahr viele neue Materialien bereitstellen und damit ihr versorgt seid. Okay, das war der erste Pfeiler. Der zweite ist Austausch. Wie könnt ihr euch mit anderen Mitgliedern austauschen? Es gibt bei uns drei Möglichkeiten. Und zwar die erste und sehr beliebte Möglichkeit ist, im Forum zu schreiben. Wie ihr seht, ist unser Forum eingeteilt in verschiedene Themen. Ich gehe jetzt mal auf Deutschland aktuell. Bei Deutschland aktuell seht ihr hier ganz viele Themen. Ich klicke jetzt einfach mal auf eins drauf. Das hat Mbaka gemacht. Es geht hier um Einblicke in mein Leben in Deutschland. Straßenkunst, genau. Und wie ihr seht, ganz viele Mitglieder sind hier im Gespräch und tauschen sich dann entsprechend aus.
Genau. Ihr Genau, kennt. und vielleicht kann ich etwas hinzufügen. Also, Gerne. was gut ist bei dieser Format, ist die Tatsache, dass man selbst Beiträge erstellen und veröffentlichen kann, um eine Diskussion mit den anderen zu haben. Und genau, also einfach austauschen mit den anderen, das ist sehr schön und man kann vieles lernen davon auch. Ganz genau. Danke, Mbaka. Genau, wie ihr seht, aber auch bei Grammatikthemen, ich wasche mir die Hände versus ich wasche meine Hände und so weiter. Dadurch, dass wir hier viele Lehrkräfte auch auf der Plattform haben, ist es sehr schön, weil die auch an Lerner sehr regelmäßig dann auch Tipps geben und helfen bei den Sachen, was geschrieben wird. Okay, eine weitere Möglichkeit, sich auszutauschen, sind Gruppen. Stellt euch Facebook-Gruppen vor, die ihr kennt. Das ist nochmal etwas spezifischer, wenn ihr irgendwie wirklich ein sehr spezifisches Interesse habt. Was lasse ich mir einfallen? Bilder sage ich, Bücher von Thomas Mann zum Beispiel. Ja. Wenn ihr da Fragen an die Mitglieder habt, dann könnt ihr eine Gruppe erstellen. Gruppen können geschlossen sein oder offen. Und da könnt ihr dann eure Fragen stellen. Hier zum Beispiel mit Bildern lernen, B1 Pavluchuk, eine Kurzgeschichte. Genau, Veränderungen, die das Coronavirus mitbringt. Also wie ihr seht, wirklich viele, viele verschiedene Themen und Kontakte. Okay, was die Plattform auch noch hat, ist natürlich die Vernetzung. Das heißt, ihr könnt hier euch mit den anderen Lernern vernetzen, könnt denen hier ganz normal Nachrichten schreiben, wie ihr das auch von anderen Social-Media-Plattformen kennt. Und ihr habt das recht unten vielleicht schon bemerkt am Anfang. Wir haben hier auch einen Chat. Ich habe jetzt gerade meine Sichtbarkeit deaktiviert. Das könnt ihr natürlich tun, wenn ihr nicht angeschrieben werden wollt. Und ihr könntet direkt, ich zeige euch das kurz, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ratter, ratter. Chat öffnet jetzt gerade leider nicht. Also was ich euch hier eigentlich zeigen wollte, hier steht alle 11. Das heißt, 11 Menschen sind gerade online und wären bereit, mit euch zu chatten. Es würde jetzt dann die Liste hier öffnen und dann könntet ihr hier direkt live quasi jemand anschreiben auf Deutsch und damit chatten. Genau. So, jetzt mache ich meine Sichtbarkeit aber wieder aus, damit mich jetzt niemand anchatten kann. Okay. Mbaka, habe ich etwas vergessen? Genau, also wie gesagt, also man kann ein Profil erstellen und es wäre besser mit einem Foto und der richtige Name auch. Und genau, also es gibt auch einige Informationen, die Sie hinzufügen können, wie zum Beispiel das Sprachniveau und genau. Ganz genau. Ich bin jetzt gerade nochmal auf mein Profil gegangen. Also wenn man sich registriert, das ist übrigens kostenlos. Also es kostet euch nichts, außer dass ihr eure E-Mail-Adresse hergeben müsst. Das kostet und euren Namen. Und man kann hier dann im Profil einiges hinzufügen. Zum Beispiel, naja, seht ihr hier, was hier alles steht. Ob ihr Deutsch unterrichtet oder lernt und so weiter. Ob ihr einen Lernpartner sucht. Insgesamt gibt es die Plattform auf Deutsch und Englisch. Genau, ihr habt hier auch die Möglichkeit, eure Privatsphäre natürlich einzustellen. Also es kann auch, ihr könnt es euch auch so einstellen, dass euch gar niemand finden kann. Wenn ihr sagt, nee, ich will eigentlich gar nicht chatten, ich will nur lernen, dann könnt ihr hier alles ausschalten, sodass euch niemand findet. Auch bei Benachrichtigungen, ich denke, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Es gibt hier zwei Optionen. Ihr könnt entweder in eurem Posteingang von Deutsch für dich benachrichtigt werden bei Nachrichten oder per E-Mail. Auch hier, wenn ihr eine Person seid, die nicht ständig von jedem zugespammt werden will, sage ich jetzt mal, dann habt ihr hier alle Möglichkeiten, um das nicht von Deutsch für dich zu bekommen. Okay, zur Community an sich. Wir empfehlen diese ab 16 Jahren ungefähr. Wir sind als Team hier jeden Tag
drin, sage ich jetzt mal, um zu überprüfen, ob sich die Mitglieder an die Netiquette halten, dass es hier keine nicht zu komischen Spam-Situationen kommt oder sonst was. Also sie wird auch wirklich sehr regelmäßig und ja, sehr sorgfältig überprüft. Gut, mehr will ich gar nicht sagen. Ihr seid dran und würde sagen, stellt eure Fragen. Ja, wir haben schon einige Fragen im Chat erhalten, Marina. Und genau, also hier eine Frage von Christiane. Und die Frage ist, wie viele Lehrkräfte sind Teil der Community im Verhältnis zu den Lernenden? Es ist so, dass man im Profil, habe ich euch gerade gezeigt, kann man eintippen, ob man Lehrkraft ist oder nicht. Wir können das nachschauen und ich hatte das vor einem halben Jahr mal gesehen, dass 25.000 Lehrkräfte registriert sind. Das heißt aber nur Lehrkräfte, die hier wirklich das Häkchen bei Ich unterrichte Deutsch gesetzt haben. Lehrkräfte, die das nicht getan haben, kann ich leider nicht tracken. Genau. Genau. Und hier noch eine Frage. Was kostet Ihr Kurs? Haha, dieser Kurs ist kostenlos. Also den könnt ihr völlig kostenfrei benutzen. Wenn du an Deutschkursen interessiert bist, also wirklich bezahlte, dann müsstest du am besten mal auf die Homepage bei Goethe schauen. Du kannst Online-Kurse machen, Präsenzkurse oder Hybridkurse und die kosten natürlich alle unterschiedlich. Genau, und noch eine Frage von Katharina. Ist es möglich, Treffen zwischen Deutschlernenden durch die Plattform zu organisieren? Ja, das ist möglich. Und zwar, jetzt muss ich kurz über Treffen zwischen Deutschlernenden. Genau, also du meinst wahrscheinlich ein virtuelles Treffen, so wie wir jetzt zusammen sind. Das ist leider nicht möglich in dem Sinne. Ich zeige euch kurz, was hier so passiert bei Lernkontakte und Vorstellungsrunde. Hier, also hier machen die Leute quasi Gruppen auf und sagen, okay, lasst uns eine WhatsApp-Gruppe gründen zum Beispiel. Oder manche machen Zoom-Meetings und so weiter. Aber diese Plattform hat keine eigene Streaming-Möglichkeit. Genau. Und eine andere Frage, ist das Level des deutschen Sprachniveaus auf der Seite messbar? Nein. Da würde ich einen kostenlosen Deutsch-Test vom Goethe-Institut empfehlen. Da kann ich kurz noch nach dem Link suchen. Wir haben einen kostenlosen Test beim Goethe, wo Sie Ihr Deutschniveau einstufen können. Und mit dem können Sie dann wiederum die Übungen quasi auf Deutsch für dich machen. Genau. Ja. Und wir haben noch eine Frage. Mhm. Also müssen wir mit unserer Account anmelden? Also es ist so, das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe mit dem Dummy-Account, das ist jetzt hier rein für die Präsentation gemeint, sodass ihr euch kurz umschauen könnt. Wenn ihr aber selbst Teil der Community werden wollt, dann müsst ihr euch tatsächlich selbst registrieren mit eurer eigenen E-Mail-Adresse. Sehr schön. Andrzej, tut mir leid, ich habe wahrscheinlich deinen Namen nicht gut ausgesprochen, hat sich eben registriert. Toll. Ich werde den Dummy-Account nach der Präsentation auch löschen, also wundert euch nicht. Andreas, danke. Genau. Genau. Und es gibt schon einige Personen, die nicht einloggen könnten. Mhm. Also ich glaube, das hat mit der ich weiß nicht, wie nennt man das auf Deutsch, Fehlermeldung zu machen vielleicht zu tun. Ja, wahrscheinlich, genau. Also ich kann kurz nochmal auf die Seite raufgehen. Genau, ihr geht einfach auf Registrieren, tragt hier euren Nutzername ein, E-Mail und Passwort. Das Passwort sucht ihr natürlich selbst aus und wählt euer Land aus und dann könnt ihr hier auf Registrieren gehen. Vielleicht auch noch ganz wichtiger Hinweis, vielleicht sind manche von euch schon bei Mein Goethe
eingeloggt aus anderen Gründen, zum Beispiel wegen der Online-Leihe oder weil jemand schon mal einen Kurs gemacht hat. Diese Daten von Mein Goethe zählen bei Deutsch für dich auch. Da muss man sich nicht registrieren, sondern kann sich anmelden. Falls es noch technische Probleme geben sollte beim Registrieren, schreibt uns bitte einfach auf oder schreibt mir info.dfd@goethe.de. Dann können wir das 1:1 lösen. Genau. Schreib es nochmal kurz in den Chat, die E-Mail-Adresse. Genau. Genau. Und eine wichtige Frage ist es, erstellen Lernende einige Lerninhalte auf der Plattform oder werden die Lernformate durch die Redaktion erzeugt? Wie ist der erste Teil der Frage nochmal im Barker? Sorry. Also erstellen die Lernende eigene Lerninhalte? Genau. Sehr gute Frage. Nein. Das erstellen DAF-DATS-Lehrkräfte. Das sind Autorinnen, die sind schon jahrelang für das Goethe-Institut zuständig und in Zusammenarbeit mit uns als Goethe-Institut werden diese Lerninhalte erstellt. Genau. Und hier noch eine Frage. Wird über diese Plattform auch ein Tandem vermittelt? Genau, das würde ich vorschlagen, im Forum tatsächlich einen Beitrag anzulegen. Und dann eben zu fragen, hallo, ich spreche Vietnamesisch und möchte gerne Deutsch lernen, wer möchte mein Tandempartner sein? Es wird sehr viel Tandems vermittelt, es ist aber nichts, was wir offiziell betreuen. Es ist aber tatsächlich ein Projekt, das wir nächstes Jahr angehen möchten, dass wir auf Deutsch für dich auch Tandems erzeugen können, genau. Aber das ist aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist ein Projekt für nächstes Jahr. Genau. Also ich habe eigentlich jetzt eine Frage von mir, Marina. Ja. Und nämlich kann man das als Deutschlehrer im Rahmen von einer Klassenraum benutzen? Für den Austausch oder? Genau, das machen eigentlich sehr viele Lehrkräfte. Und zwar ist es ja oft so, zum Beispiel, wenn die Lehrkraft im Unterricht die Modalverben erklärt. Und es ist eine Schule, die, sage ich mal, Smartphones zulässt oder die irgendwie einen Internetzugang hat. Dann können die Schüler im Nachhinein als Selbstlernlektion zum Beispiel dann bei Deutsch für dich nochmal die Modalverben üben. Also ich kenne sehr viele Deutschlehrkräfte und ich verwende es selber auch in meinem Unterricht, die Deutsch für dich verwenden. Genau. Schön. Super. Okay. Genau, also ich hoffe, dass ich keine Fragen verpasst habe. Okay, ich würde noch mal kurz zurück zu meiner Präsentation. Genau, seht ihr? Ja, ihr seht sie, ne? Genau, ja. Ja, genau. Da möchte ich euch nur noch mal kurz den Hinweis geben. Ich habe ja noch 2 Minuten. Wenn ihr jetzt euch vielleicht fürs neue Jahr auch vornehmt, dass ihr jetzt wieder mehr Deutsch lernen möchtet oder auch für die Lehrkräfte, das könnt ihr gerne euren Schülern auch sagen. Deutsch für dich ist mobil verfügbar. Macht euch am besten auf euren Smartphone einen Screenshot oder einen Screenshot, sage ich, einen Shortcut, sorry. Von Deutsch für dich, dann könnt ihr jederzeit im Bus, in der Bahn, in der Pause der Schule draufklicken und Übungen machen. Genau. Ich komme nicht mehr dazu. Ich wollte euch eigentlich auch noch erzählen, wo das Goethe-Institut noch vertreten ist. Das würde ich jetzt aber einfach überspringen, weil wir nicht dazu kommen. Und euch einfach bitten, falls ihr da noch Fragen dazu habt, das geht jetzt auf zwei verschiedene Arten. Entweder gleich, wir haben ein Anschlussmeeting hinter den Kulissen. Da wird Alan jetzt auch gleich noch einen Link dazu posten. Oder ich bin auch jederzeit für euch per E-Mail erreichbar, marina.reichert@goethe.de. Ihr könnt mich kontaktieren mit all euren Fragen. Ich hoffe, ich sage nicht zu viel. Und dann, genau, helfe ich euch gerne weiter. Genau, und den Link für das Anschlussmeeting, es wird schon im Chat gepostet. Genau, und ja. Super. Gut, dann hoffen wir, dass euch der Vortrag geholfen hat, dass es euch gefallen hat, dass ihr euch natürlich bei Deutsch für dich anmeldet. Und
Ja, wünsche euch noch einen schönen Abend.